Moin, liebe Freunde des Kartenspiels und willkommen zurück zu einem neuen Part von Yu-Gi-Oh! Kapsel Monster Kolosseum. Yo, ich habe gerade mal eine interessante Seite gefunden. Und was soll ich sagen? Ich bin doof. Ich bin einfach doof. Denn anscheinend habe ich gerade mal die Ursache gefunden, warum ich das nicht weiterentwickeln kann. Das gute Tiefenwasser. Einfach aus dem Grunde, weil ich doof bin. Nee, deswegen nicht, weil, ja, offenbar gibt es wirklich ganz bestimmte Bedingungen für jede Kreatur, die man entwickeln will. Also es wird echt eine interessante Geschichte hier. Ich bin echt mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Also ich habe jetzt quasi den ersten Kampf schon verschenkt und diesen Kampf eigentlich auch gleich. Quasi, es sei denn, wir würden den jetzt absichtlich verlieren, aber nee. So, mit so einem Kram. Kann man den Kämpfer eigentlich auch aufgeben? Ich weiß das gar nicht. Kann man das... Ja, doch, könnte man. Aber was bringt uns das? Ganz ehrlich. Was soll denn das? Wir wollen ja nicht kapitulieren, sondern wir wollen kämpfen. Du darfst zwei Felder vorrücken, ne? Zwei Felder und drei Felder angreifen. Gut, dann rücke ich dich mal hier hin. Das ist ja blöd. Gut, dann kann ich mir das ja mit tiefem Wasser dann erstmal sparen. Wahrscheinlich. Oh, du hast aber deinen Dings richtig gut positioniert, würde ich dir mal sagen, mein Freund. Dann kommst du mal dahin. Oh, und tiefensüchtig können wir ja dann auch nach vorne rücken. Das ist ja jetzt echt blöd. Jetzt gerade nebenbei. Es ist echt gut, dass es manchmal solche Hilfen gibt. Ja, toll. Das ist jetzt keine wirkliche Hilfe. Naja, gut. Konnte er jetzt überhaupt angreifen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade kurz mal nicht hingeguckt. Entschuldigung. Ja, richtiger Profi hier. Profi-Let's Play. Wisst ihr Bescheid? Oh Mann, ey, Freunde, das ist nicht so das einzig Wahre, das sage ich euch. Erleidest du denn Donnerschaden oder hält sich das da noch in Grenzen? Für einen One-Hit reicht's. Ich will mich nicht beschweren. Okay. Hey, und das ist erst der Anfang. Nicht schlecht, Yugi. Du feierst mich ernsthaft dafür, dass ich dir gerade eins deiner Monster weggeballert habe? Du bist auch ein komischer Vogel. Ich bin mal gespannt, ob wir den entwickeln können. Den würde ich gerne mal aufs Wasser stellen. Aufs Wasser, aufs Elektrofeld meine ich. Aufs Wasser. Ja. Also ein Monster schon mal weg von ihm. Und ein Monster erleidet Feldschaden. Sehr schön. Sporenschaden. Alle Figuren außer denen mit Waldattribut erleiden Schaden. Das ist nicht gut. Ich hab an dieser nein, hast du nicht. Das war eine gegnerische Figur. Mein Freund. Von daher ist es nicht unser Problem, sondern seins. Komm schon, Tristan. Setz das verdammte Ding an. Ja, mach mal, Tristan. Oh. Mein armer Zombie. Was hat er dir getan? Aua. Tut schon vom Zugucken her weh. Ein heftiger Schaden, aber es in der Tat. Ja, deine Käfer sind jetzt nicht gerade etwas, wo ich sage, das ist, erweckt jetzt Angst bei mir. Ganz ehrlich. Der Sieg ist zum Greifen. Das übertreibt man nicht. Und dich würde ich gerne mal... Das würde mich jetzt echt gerne mal interessieren. Kann man das denn sehen? Plattform 30. Okay. Ich rück dich mal dahin. Also teilweise bei manchen Entwicklungsspielen tatsächlich... das Attribut des Feldes eine wichtige Rolle, was ich nämlich überhaupt nicht wusste. Oh, das reicht schon. Ja, gut. Okay. Nee, nix Auszeit. Gibt auf die Fresse.
Tschüss. Och Mensch, immer diese Kartendrehung. Na, ohne diesen Kerl sieht es ganz schön düster aus. In der Tat. Ja, es ärgert mich jetzt gerade ehrlich gesagt so ein bisschen, dass ich das jetzt verkackt habe, ehrlich gesagt. Dass ich daran jetzt nicht gedacht habe. Aber naja, gut. Vielleicht können wir den kleinen Mann ja entwickeln. Das wäre natürlich praktisch. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt alles entwickeln kann unmittelbar, aber weiß ich nicht. Also, Okay. Wie gesagt, ich werde jetzt künftig wirklich die ganze Zeit mal diese Seite offen haben, damit ich immer mal gucken kann, was ich brauche, um was zu machen. Nö, das interessiert ihn einfach mal nicht. Okay, alles klar. So, dann können wir unsere finsteren Bäume angreifen. Es reicht auch gleich direkt für einen One-Hit. Okay, alles klar. Tschüss. Das war seine dritte Figur. Ich bin sowas von locker. Ich weiß was. Kann man den überhaupt gebrauchen? Nee, anscheinend so gar nicht, ne? Ich gucke nämlich gerade mal, ob wir unseren Feuerzombie überhaupt brauchen. Das sieht gar nicht so aus. Feuermeer. Steht der hier irgendwo drauf? Ich glaube nicht, ne? Ach, guck mal an, aber unseren dunklen Kollegen hier? Der steht drauf. Der steht drauf. Finde ich gut. Ja, da werde ich unseren Tiefensee wohl erstmal zurückhalten müssen. So wie es aussieht. Alter, der braucht 50 Wasserfeld. Gut, also ich glaube, bei Kämpfen, wo jetzt kein Wasser unbedingt eine abschließende Rolle spielt, werden wir ihn wohl nicht gebrauchen können, wa? Und unser kleiner Kerl macht sich mal auf den Weg, um mal sein Symbol ein bisschen zu ärgern. Oder gucken wir mal, ne? Das ist ja jetzt doof, ehrlich gesagt. Ja, den schwarzen Magier, den haben wir entwickelt. Ja, das weiß ich. Das habe ich erstaunlicherweise hingekriegt. Wenn ich nichts hinkriege, aber das habe ich hingekriegt. Komisch. Weiße Drachen, Level 2, ja. Ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen nebenbei am Stöbern, Entschuldigung. Ich weiß, es ist jetzt wunderbar, in einem Let's Play einfach nebenbei auf der Seite rumzustöbern. Das tut mir jetzt echt leid. Waldmonster habe ich jetzt nicht zufällig dabei, ne? Nee. Tiefensee ziehe ich mal ein bisschen zurück. Also manche, wenn ich das richtig verstehe, sind manche Entwicklungen tatsächlich, oder manche Fusion. Fusion glaube ich ja weniger, ne? Ne, Fusion ja weniger. Aber gerade bei Evolution scheint das Feld eine wichtige Rolle zu spielen, tatsächlich. Das wusste ich gar nicht. Ja, komm nur. Komm her. Komm her, wenn du dich traust. Ich hätte jetzt gerne mein Aufnahmeprogramm wieder. Hallo? Dankeschön. So, dann gucken wir mal weiter. Wir kommen fast dran. Viel fehlt nicht mehr. Ich verstehe. Er schaltet einfach mal sein Symbol auf inaktiv. Kann man auch mal machen. Wenn ich das so mache und dann in der nächsten Runde... Nee, das bringt nicht viel. Hey, ist doof, ne? Wir haben den kleinen Kerl zwar direkt vor Ort, aber so wirklich einsetzen können wir den jetzt nicht. Doof. Das ist richtig doof gerade. Du mit deiner blöden Motte, ganz ehrlich. Aber unser Ryukishi kümmert sich gleich drum. Machen wir den schon mal weg. Also den werde ich auch definitiv behalten, den Kollegen. Den finde ich richtig cool. Das bringt überhaupt nichts. Okay.
Ryokishi, du hast das vorhin schon so gut gemacht. Machst du es bitte nochmal? Das wäre wahnsinnig nett von dir. Und auf Wiedersehen. Jawohl. Bams. Weg ist er. Ich werde total platt gemacht. Kein Wunder, du bist der Champion. Ja, zweiter Kampf vorbei. Also ich sehe einige Wesen, die ich glaube ich auch habe. Puh. Ich wusste, dass ich gegen einen Profi wie den Profi, weißt du? Es hat eine Menge Spaß gemacht. Mach weiter so, Yugi. Ich zähle auf dich. Du wirst das Turnier gewinnen. Danke, Tristan. Wir sind doch kein Profi. Wir sind Anfänger. Das glaubt mir kein Mensch. Das glaubt mir kein Mensch. Mal sehen, was haben wir denn noch? 270 Punkte. 32 Erfahrungspunkte. Unser Zombie steigt auf. Das bringt uns aber leider nicht viel. Jo, Level 4. Das ist schön für ihn. Ja, ich nehme dir eine kleine Motte und Stahlskorpion ab. Das ist schon in Ordnung. Natürlich wollen wir speichern, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wollen wir das speichern. Dann werden wir auch gleich den nächsten... Also ich werde jetzt den Bereich, glaube ich, erstmal fertig machen. Bevor wir nochmal zur Eingangshalle gehen. Puh. Da könnte sein, dass ich vielleicht nochmal eine dritte Staffel einwerfen muss, wa? Ja, mal gucken, wie wir da uns in den Kämpfen anstellen. Und vor allem, wie wir uns entwicklungstechnisch anstellen. Also das ist ja... Ich habe übrigens vergessen, das Licht anzumachen. Na, ist egal. Sitze ich hier halt im Dunkeln. Passt doch. Ja. Ich habe ja hier zwei Bildschirme, die mich erleuchten. Pasch. Richtig schön dunkles Gamer-Studio, wisst ihr Bescheid. Duke Devlin ist der nächste Mann. Unser nächster Gegner ist also Duke Devlin. Okay, treten wir an. Donnerdrachen haben wir ja tatsächlich, habe ich gesehen. Also zumindest in der Liste haben wir den drin. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, das war auch der Kampf, wo ich mich damals am meisten angestellt habe, wenn ich mich richtig entsinne. Yugi, vergiss nicht, dass ich Dungeon Dice Monsters erfunden habe. Ja, ja, ja. Deshalb bin ich selbst ein Spieleprofi. Lass uns sehen, wer der wahre König der Spiele ist. Ich fordere dich zum Duell. Soweit ich weiß, hatte die auch die Stimme, die später Zane Truesdale hat. Ich akzeptiere deine Herausforderung, mhm. Duke Devlin. Ist auch so eine interessante Geschichte. Wie die beiden sich kennengelernt haben. Das war in der ersten Staffel, kurz nach dem Königreich der Duellanten. Kann ich mich gut dran erinnern. Ich habe ja die DVDs in meinem Regal stehen. Ja. Geile Serie. Ich habe die echt gerne geguckt. Also sowohl als sie im Fernsehen lief, als auch auf DVD. Also muss ich echt sagen. Immer wieder sehenswert. Wir greifen natürlich als erstes an. Also, hallo? Ich bin gerade am überlegen, ob wir jetzt echt schon den ersten weißen Drachen mitnehmen. Erstmal gucken wir mal, was er da überhaupt hat. Also, dreimal Finsternis. Das ist einmal Donner, zweimal Donner. Und das war's. Okay, also er hat zweimal Donner, dreimal Finsternis. Also zwei Monster, die dem Weißen potenziell gefährlich... 300 Punkte, ist das dein Scheiß Ernst? Tja, was können wir denn überhaupt mitnehmen? Antiker Baum der Erleuchtung, steht der nicht sogar hier auf der Liste? Wartet mal kurz. Ja, ich weiß, es dauert jetzt. Er hat zwar einen anderen Namen, aber er steht drauf. Wie greifst du denn an, sag mal? Okay. Ja gut, ich nehme die aber mal mit. So, gucken wir mal weiter. Glücksanhänger, da steht glaube ich gar nicht drauf, ne?
Also ich müsste eigentlich mal mein gesamtes Reservoir hier, glaube ich, mal austauschen, glaube ich. Kann das sein? Tiefenwasser, das lasse ich jetzt erstmal, weil das bringt eh nichts. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Klingende Jungfrau. Ach, ich habe es momentan mit Jungfrauen. Ich merke das schon. Erst Dungeon Keeper mit der eisernen Jungfrau. Ach, und jetzt in meinem Großprojekt, das ich noch nicht namentlich erwähnen werde. Die steht aber nicht drauf, ne? Nee, die steht nicht drauf. Die steht leider nicht drauf. Schade. Magie des Glaubens. Ja, tut mir leid, das zögert sich jetzt alles ein bisschen hinüber, weil das ist mit den Namen so ein bisschen doof auch tatsächlich. Oh, das sind die 100... Das sind die 100-Punkte-Monster. Ich sehe schon, ich habe viel zu viele, viel zu mächtige Monster. Sehe ich schon. Ich glaube, ich sollte dringend mal ein bisschen aufräumen. Alter, wie viele Punkte... Ja, ist klar. Oh. Der ist schon ein bisschen höher. Hoffentlich funktioniert das noch. Alter, was habe ich overpowered? Der Monster! Also merken, ich sollte unbedingt mal nach dem Kampf mal zusehen, dass wir mal ein paar Monster tauschen, glaube ich. Das ist ja alter Schwede. Tja. Soll ich den nochmal mitnehmen? Ja, komm, dann nehme ich den auch nochmal mit. Und dann habe ich fast keine Punkte mehr. Aber es reicht noch, um, ha, Kuribo mitzunehmen. Geil. Bin ich gut oder bin ich gut? Das ist ja blöd. Wir haben viel zu viele Monster, die über 100 Punkte kosten. Viel zu viele. Müssen wir nachher echt mal gucken, dass wir das mal ein bisschen ordnen. Dass wir mal ein paar Monster im Team haben, die auch wirklich nicht ganz so viele Punkte fressen. Den muss ich besonders im Auge behalten jetzt. Oh Gott. Der greift auch diagonal an. Was ist mit dir? Du greifst normal an, dann kommst du dahin. Ryukishin, du greifst... ja, bitte. Kommst du nämlich mal dahin und du kommst dahin. Jawohl. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, es ist gleich um ihr Partende. Es ist unglaublich. Und ich nehme mal an, ich habe natürlich genau 300 Punkte zur Bewegung zur Verfügung. Richtig? Nein, 370. Ich duelliere mich ehrenhaft und ich hoffe, du wirst das... Ja, Yugi, wir wissen Bescheid. Kuribo. Das ist ja blöd. Das heißt, ich kann erst im Verlauf der fortgeschritteneren Kämpfe kann ich erst bessere Kreaturen rufen. Das ist ja blöd. Also müssen die Weißen noch ein bisschen warten. Blöd. Kriegen wir denn alle Monster einsatzfähig mit den Punkten? Wäre jetzt mal eine interessante Frage. Alter, der bringt ja richtig viel Punkte. 74 Punkte bringt er. Schlecht. Ich habe das Vieh, glaube ich, noch nie eingesetzt. Noch nie. Aber es reicht. Schon mal gut. Na, guck mal. Gucken wir mal, was Duke Devlin aufzubieten hat. Tja, das weiß ich nicht, mein Freund. Oh Gott, 150 Punkte. Ja, unsere Gegner leveln sich glücklicherweise nicht mit. Die hängen alle so ein bisschen hinterher. Mhm. Aha. Oh. Ihr kriegt also wirklich alle Monster raus. Okay, Kuribo, wissen wir ja, wie er sich bewegt. Ich werde all meine Kräfte aufwenden, um dich zu besiegen. Alles klar, Yugi. Zwei Felder nach vorne, zwei angreifend. Ja, das ist schon mal wahnsinnig super. Ah. Stell dich mal hier hin. Daneben. Kuribo kommt von oben. Alle Kuribos kommen von oben. Oh, oh, oh.
Er kennt den Spruch nicht. Ich weiß, alleine dafür sollte man mich schon schlagen. Oh, weia. Entschuldigung, ich versuche hier so ein bisschen Stimmung reinzubringen. Na, dann gucken wir mal. Oh! Nach dem Zug ist dann auch schon wieder Partende, Freunde. Aber schauen wir erstmal, was Duke so treibt. Er greift schon mal an. Scheiße. Schon der erste Fehler. Was? 14 Defensive? Oh Gott. Mein Monster ist noch nicht geschlagen. Nein, noch nicht. Da liegt die Betonung drauf, ja. Du Scheiße! Okay, der scheint ein bisschen mehr aushalten zu können. Der gute Mann. Aber der ist so richtig am Argen, ne? Mit seinen... Ja, natürlich. Klar, er kann gleich dreimal angreifen. Fick dich, ey, ehrlich. Entschuldigung für den Ausdruck. Gut, dass Kuribo so viele Punkte hat. Ich dachte, der greift jetzt auch noch an. Hätte ich jetzt echt alles gewusst. Ja gut, Freunde. Ich würde mal sagen... Jetzt nur nicht genau. In der nächsten Folge erfolgt dann einmal mehr unser Gegenangriff. Ob er genauso mächtig ausfällt wie gegen Joey, wird sich zeigen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und ich würde dann einfach sagen, euer Lars sagt ciao. Auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen... Bleibt mir gewogen.